Herzlich willkommen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich darf euch heute begrüßen zum zweiten Video unserer Reihe Gebäudeenergiegesetz kurz und knapp erklärt. Heute möchten wir uns zusammen mit Josephine Fillmann, eine Mitglied unseres Arbeitskreises Gebäudeenergiegesetzes, über Ausnahmetatbestände unterhalten. Im ersten Video habt ihr gesehen, wie der Paragraph 71 im Großen und Ganzen funktioniert und anzuwenden ist, welche Übergangsregelungen es gibt für die kommunale Wärmenetzplanung und wann, wer, wo noch welche Heizungen einbauen darf. Und jetzt möchten wir uns damit beschäftigen, welche Anlagen hiervon ausgenommen sind oder gewisse Sonderregeln haben. Auch hier wieder ein kleines Video nur zu diesem kleinen Teilbereich, über den wir uns unterhalten möchten. Und es gibt noch weitere oder wird auch noch weitere Videos geben zu vielen anderen kleinen Teilbereichen. Also am besten schaut euch alle an, dann wird das ganze Gebäudeenergiegesetz in seiner Komplexität klarer. Liebe Josephine, herzlich willkommen und vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, uns diesen Fall zu erklären. Ja, vielen Dank für die Einladung. Wir beschäftigen uns im Teil 2 heute mit den Themen der Etagenheizung und der Einzelraumheizung, mit dem Themenbereich der Hallenheizung und wir reden über die Gemeinschaft von Eigentümern, die ja genau in diesen beiden Teilbereichen besonders wichtig ist. Zum ersten Teil in dem Paragraphen 71L. Geht es um die Etagenheizung oder auch Einzelfeuerungsanlagen oder Einzelraumfeuerstätten. Hier haben wir bei Gebäuden mit mindestens einer Etagenheizung oder Einzelraumfeuerstätte spezielle Übergangsfristen und Anforderungen. Die Anforderungen an den Paragraphen 71, also den 65% erneuerbaren Energien, gelten hier erst nach dem Ablauf von 5 Jahren. Also ich habe eine Fristsetzung von 5 Jahren. Und diese Fristsetzung beginnt immer beim Austausch der ersten Feuerstätte. Und diese erste Feuerstätte kann entweder eine Etagenheizung oder eine Einzelraumfeuerstätte sein oder auch eine Zentralheizung, die schon in dem Gebäude verbaut ist. Also es gibt ja nicht nur Gebäude, in denen es entweder Etagenheizung, Einzelraumfeuerstätten oder Zentralheizung gibt, sondern es gibt ja auch gemischt genutzte Gebäude. Und hier der Tag der Inbetriebnahme der ersten Feuerstätte, die ausgetauscht wird, zählt, um diese Frist von 5 Jahren zu starten. Innerhalb dieser 5 Jahre können auch noch weitere Feuerstätten in diesem Gebäude ausgetauscht werden, ohne die 65%-Regel zu erfüllen. Der Eigentümer oder der Verantwortliche für dieses Gebäude hat jetzt innerhalb dieser 5 Jahre Zeit, sich zu entscheiden, was in Zukunft mit dem Gebäude passieren soll. Soll es eine Umstellung auf eine Zentralheizung geben oder sollen die Anlagen weiter auf Etagenheizung oder Einzelraumfeuerstätten betrieben werden? Wenn er sich dazu entscheidet, die Umstellung auf eine Zentralheizung zu vollziehen, dann hat er noch Zeit, maximal 8 Jahre für die Umstellung auf diese neue Zentralheizung mit 65% erneuerbaren Energien oder aber bis zu dem Zeitpunkt, wenn die Zentralheizung fertiggestellt ist. Insgesamt sind es also vom Austausch der ersten Feuerstätte bis zum Anschluss an eine Zentralheizung maximal 13 Jahre. Wenn er sich dazu entscheidet, Etagenheizung oder Einzelraumfeuerstätten weiterhin zu betreiben oder diese neu eingebauten weiterhin zu betreiben, dann muss er nach 5 Jahren für jede einzelne dieser Etagenheizung die 65% erneuerbaren Energien erfüllen. Für Anlagen, die im Zeitraum von diesen ersten Fristsetzungen von 5 Jahren ausgetauscht wurden, hat er oder derjenige noch ein weiteres zusätzliches Jahr Zeit. Das Ganze gilt auch bei der Umstellung auf eine Zentralheizung. Also nach diesen 13 Jahren, wenn ich in den ersten 5 Jahren noch einzelne Etagenheizung oder Einzelraumfeuerstätten installiert habe, habe ich quasi bis zum 14. Jahr Zeit, um dann an die Zentralheizung anzuschließen. Diese Entscheidung, die derjenige treffen muss, muss er auch unverzüglich dem bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger in Textform mitteilen. Um das nochmal ein bisschen übersichtlicher zu zeigen, also 2 verschiedene Bereiche dieser Übergangszeiträume. Wenn ich Gasetagenheizungen austausche und auch weiterhin das Gebäude mit dezentralen Anlagen betreiben möchte, dann habe ich also ersten Austausch der ersten Anlage, ein Übergangs
Zeitraum von maximal 5 Jahren. Der Eigentümer entscheidet sich, dass auch weiterhin diese Anlagen dezentral genutzt werden sollen. Dann muss ich nach 5 Jahren diese 65% erneuerbare Energie erfüllen. Für Anlagen, die innerhalb dieser ersten 5 Jahre ausgetauscht wurden, habe ich ein weiteres Jahr Zeit, um dann die 65% zu erfüllen. Für alle nach dieser Fristsetzung von 5 Jahren gilt die Anforderung direkt. Und der zweite Bereich ist dann die Umstellung auf eine zentrale Heizung. Da habe ich insgesamt 13 Jahre Zeit, um dann an eine neue Heizung anzuschließen, die mit 65% erneuerbare Energien eingebaut wird, neu eingebaut wird. Und ich kann dann entscheiden, ob ich die Gasetagenheizungen umbaue auf diese neue zentrale Heizung und diejenigen, die Etagenheizung, die in diesem Zeitraum eingebaut wurden, müssen dann spätestens ein Jahr nach der Fristsetzung angeschlossen werden an das zentrale System. Ein wichtiger Punkt dazu noch ist, wenn ich zum Beispiel gemischt genutzte Gebäude habe, also wo schon eine Zentralheizung vorhanden ist, aber zusätzlich Einzelraumfeuerstätten oder Etagenheizung, dann kann ich an die vorhandene Zentralheizung anschließen und erfülle damit auch die 65% Anforderung. Erst die 65% werden dann erst erforderlich beim Austausch der schon vorhandenen Zentralheizung, dann auf die Zentralheizung. Und das war es auch schon zu diesen Paragraphen. Weiter geht's mit den Hallenheizungen. Im Paragraphen 71m ist das Ganze geregelt. Es geht um Hallenheizungen, die in Räumen stehen mit mindestens 4 Meter Deckenhöhe, zum Beispiel Lufterhitzer oder Dunkelstrahler, die sind davon am meisten betroffen. Bei Hallenheizungen habe ich eine wesentlich längere Übergangsfrist. Ich kann nach dem Austausch der ersten dezentralen Anlage noch weitere 10 Jahre andere dezentrale Heizungen austauschen. Ich muss dafür aber die bestverfügbare Technik einbauen und nach der Frist von 10 Jahren habe ich ein Jahr Zeit, um alle diese einzelnen Feuerstätten entweder mit 65% erneuerbaren Energien umzubauen oder alle Heizungen an eine Zentralheizung mit 65% erneuerbaren Energien anzuschließen. Und dann gibt es noch einen weiteren Absatz in diesem Paragraphen 71m, nämlich nach dieser Frist, also nach diesen 10 Jahren, darf ich noch ein weiteres Mal einmalig eine dezentrale Anlage einbauen. Die darf maximal für 2 Jahre rein fossil betrieben werden. Und nach diesen 2 Jahren muss ich dann 65% erneuerbare Energien hinzufügen. Oder ich weise nach, dass innerhalb des ersten Jahres der Energieverbrauch des Gebäudes um 40% gesunken ist. Oder wenn der Anteil dieses gesunkenen Energieverbrauchs zwischen 25-40% liegt, dann berechne ich quasi, wie viel Prozent erneuerbare Energien ich noch für diese einzelne dezentrale Heizung hinzukaufen müsste. Diese 2 Sonderregelungen gibt es für die Hallenheizung. Und dann kommen wir noch zu einem Punkt, dem Verfahren für Gemeinschaften der Wohnungseigentümer nach § 71n. Ein ganz interessanter Paragraph, weil natürlich viele der Etagenheizungen und größeren Gebäude so eine Gemeinschaft der Wohnungseigentümer haben und deswegen dort auch spezielle Ansatzpunkte gefunden werden müssen, damit sich diese Gemeinschaften überhaupt einigen können. Da spielt auch der Bezirksschornsteinfeger eine wesentliche Rolle, denn bis zum 31. Dezember 2024 gibt es eine sogenannte Informationsanforderung durch die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer. Das heißt, die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer oder der Verwalter für diese Gemeinschaft der Wohnungseigentümer ist verpflichtet, die Informationen von dem bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger anzufordern. Es geht um alle notwendigen Informationen für die zukünftige Wärmeversorgungsentscheidung. Zum Beispiel
die Art, das Alter, die Funktionstüchtigkeit und die Nennwärmeleistung der vorhandenen Anlage. Dafür wird entweder das letzte Formblatt, was erforderlich ist, oder die Angaben aus dem Kehrbuch herangezogen. Und der bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger muss diese Information innerhalb von 6 Monaten nach dieser Anforderung bei den Zuständigen abliefern, zu jeder einzelnen Anlage. Aber es geht auch noch weiter, denn diese Gemeinschaft der Wohnungseigentümer muss nicht nur diese, ich sag mal, leicht zu beschaffenden Informationen für die einzelnen Anlagen anfordern, sondern es gibt auch eine Informationsanforderung an die Wohnungseigentümer selbst, auch bis zum 31. Dezember 2024. Diese Informationen umfassen dann alle Wohnungseigentümer mit Etagenheizung, also mit Sondereigentum zum Beispiel. Es geht um Informationen für die Ersteinschätzung für einen eventuellen Handlungsbedarf, also um abzuschätzen, wann denn die erste Anlage in diesem Gebäude ausgetauscht werden könnte, weil dann trifft ja wieder der Paragraf 71L ein. Es geht um den Zustand der Heizungsanlage, über die Bestandteile der Heizungsanlage, Modifikationen, die eventuell vorgenommen wurden und Effizienzausstattung. Die Wohnungseigentümer müssen diese Informationen auch innerhalb von 6 Monaten zu den Verantwortlichen liefern. Bei einem Ausfall oder Einbau oder Änderung einer Heizung müssen diese Wohnungseigentümer von so einer Anlage dies auch unverzüglich mitteilen. Die Verantwortlichen der Wohnungseigentümer, also der Verwalter zum Beispiel oder die WEG selbst, der Verantwortliche, muss diese ganzen gesammelten Informationen in einer Zusammenfassung 3 Monate nach diesem 31.12.2024, also quasi im März 2025, zur Verfügung stellen, schriftlich, zu jedem Eigentümer dieser WEG. Und dann geht es noch um das Handeln bei einem Heizungsaustausch. Unverzüglich nach einem Austausch der ersten Anlage muss die Wohnungseigentümerversammlung einberufen werden. Unverzüglich heißt sehr, sehr bald, und die Verwalter haben da auch wirklich einen Handlungszwang, weil das geht meistens nicht ganz so schnell, die alle zusammen einen Tisch zu bekommen. Bei dieser Wohnungseigentümerversammlung beraten dann alle Wohnungseigentümer über diese Erfüllungsoptionen des Paragraphen 71. Also wie wollen sie da rangehen? Und es gibt auch die Hinweise über die Rechtsfolgen dieses Paragraphen 71L, den wir gerade durchgesprochen haben. Also was muss ich machen? Muss ich will man ein zentrales System einbauen oder möchte man die Einzelversorgung beibehalten? Wenn es keine Entscheidung gibt innerhalb der Fristen von Paragraphen 71L, also diesen 5 Jahren, dann tritt eine Zentralheizungsverpflichtung ein. Also die Wohnungseigentümergemeinschaft wird quasi dazu verpflichtet, sich an ein zentrales System anzuschließen bzw. das zu installieren im Gebäude. Über diese Entscheidung der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer muss es einen Beschluss geben. Der muss schriftlich festgehalten werden. Und innerhalb dieses Beschlusses müssen auch die Fristen für diese Erfüllung nach dem Paragraphen 71L und dem Paragraphen 71 festgehalten werden. Es muss ein Umsetzungskonzept erarbeitet und beschlossen und durchgeführt werden. Und über diesen Bericht muss auch über dieses Umsetzungskonzept muss auch ein jährlicher Bericht über den Stand der Umsetzung erfolgen. Also bei jeder Eigentümerversammlung, die ja jährlich stattfindet, muss es einen Bericht geben. Und wenn sich die Wohnungseigentümergemeinschaft dazu entscheidet, Etagenheizungen weiter zu behalten, muss es dafür eine 2/3-Mehrheit geben. Und es muss mindestens die Hälfte aller Miteigentumsanteile beinhalten. Also ich kann mich nicht als einzelner Eigentümer für eine Etagenheizung entscheiden. Alle anderen Eigentümer müssen mindestens zur Hälfte daran beteiligt sein, dass es in Ordnung ist, und eben eine Zustimmung von 2/3 der abgegebenen Stimmen.
Außerdem muss auch hier, wenn solche Entscheidungen getroffen werden von einer WEG, unverzüglich eine Mitteilung in Textform an den bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger gemacht werden. Diese Anforderungen gelten auch für alle Wohnungen mit Einzelraumfeuerungsanlagen. Das ist ganz wichtig zu beachten. Also nicht nur für Gasetagenheizungen, sondern auch alle Einzelraumfeuerungsanlagen, Öleinzelöfen, Gaseinzelöfen und auch fossile Einzelöfen wie Holz und Kohle. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Josefine, vielen Dank für diesen spannenden Einblick in diese drei Unterparagraphen des 71er sind es ja am Ende des Tages. Kann man sich die Frage stellen, warum beschäftigen wir uns jetzt gerade mit Gasetagenheizung und WEGs hier in unserem zweiten Video? Und die Antwort ist ganz einfach. Das sind die großen Problemfälle, die wir im neuen Gebäudeenergiegesetz haben, die es am schwersten haben, das umzusetzen. Also die Wohnungseigentümergemeinschaft, weil die sich einig werden müssen. Und die Gasetagenheizung, weil das die große technologische Herausforderung ist. Wie mache ich aus vielen kleinen Gasetagenheizungen zentralisierte Heizsysteme? Oder wie bewege ich überhaupt die einzelnen Nutzer dazu, sich dazu zu entscheiden? Und wer soll das draußen erklären, wenn nicht die Schornsteinfegerin oder der Schornsteinfeger? Deshalb ist es für uns so wichtig, dass wir uns auch mit diesen Spezialfällen, weil so speziell sind sie gar nicht, weil sie so häufig vorkommen, sofort auseinandersetzen, um da mit Rat und Antwort den Eigentümerinnen und Eigentümern zur Verfügung zu stehen, damit wir hier als Partner der Energiewende auch in der Bevölkerung angesehen werden können. Deshalb für uns als Schornsteinfeger wichtig, uns auch mit diesem Thema zu beschäftigen und auch mit den komplizierten Fällen uns auseinanderzusetzen. Wie gesagt, Josefine, vielen Dank für den Einblick. Dies ist ein Video einer Reihe. Schaut euch gerne auch die anderen an. Ihr findet die auf unseren Kanälen und da findet ihr auch viele Informationen zu den anderen Paragraphen des Gebäudeenergiegesetzes. Auf Wiedersehen!